Hi, ich heiße Michael Absel. Die meisten Leute nennen mich Micha. Ich bin 40 Jahre alt, wohne im Rheinisch-Bergischen Kreis und bin Maler. Also ich male Gemälde, ich sprühe Graffitis, mache viele Graffiti-Projekte auch mit Freunden und Bekannten zusammen. Und dann mache ich mir halt ganz viele Gedanken, wie ich meine Arbeit angehe, was ich als nächstes tue und so weiter und so fort. Es ist ganz oft so, dass ich hier sitze und mich irgendwie dann so, wie soll man sagen, vielleicht inspirieren lasse oder dann, keine Ahnung, einfach so irgendwie in Gedanken treiben lasse und dann kommt irgendwann so eine Intuition, woran ich weiterarbeite oder worauf ich Lust habe oder fällt mir ein neues Thema ein oder so halt, ne? Deswegen gibt es da keine wirkliche Routine, es ist immer anders, immer anders. Um es auf einen Punkt zu bringen, würde ich sagen, ich bin einfach Kunstmaler. Ich mache alles, was mit Malerei im Zusammenhang steht. Meistens mache ich so 10 Sachen gleichzeitig. 10 Gemälde oder dazwischen sind dann auch irgendwelche Kundenaufträge, die ich dann abarbeite. Unter Umständen Graffiti-Aufträge, für die ich im Außenbereich arbeiten muss oder Außendienst, wie soll man es nennen. Also erstmal war es mir am Anfang so wichtig, mit der Sprühdose zu arbeiten. Das fand ich interessant. Man kann da eine Düse aufsetzen, kann Farbe schießen. Solange man da drauf kommt, kommt da Farbe rausgeballert. Das ist doch geil. Statt die mit dem Pinsel irgendwo so zaghaft aufzutragen, kann man die auch schießen. Und das ist natürlich, ey, das hat mich mit 12 total mitgenommen. Das war mein Ding. Ich wollte immer in Kunst gut sein, alle anderen Fächer waren mir scheißegal. Mir war das wirklich tatsächlich, in der weiterführenden Schule ab 5. 6. Klasse wollte ich irgendwie als Sprüher wahrgenommen werden. Obwohl das eigentlich gar nicht so cool war, Sprüher zu sein. Das war jetzt nicht so, also man war jetzt nicht wie heute so irgendwie ein besonders interessanter Mensch, wenn man sich mit Graffiti-Kunst beschäftigt, sondern das war eher so ein bisschen Außenseitertum. Während alle anderen mit dem Deckfarbkasten arbeiten, habe ich den Hintergrund mit der Sprühdose gesprüht auf Papier. Ne, malst dann halt irgendwelche Graffiti-Buchstaben mit rein und schon sofort hast du eine 6. Oder eine 5. Thema verfehlt. So. Damals schon den Wunsch oder hätte den Wunsch gehabt, Kunst zu studieren, aber der Schulabschluss reichte dafür absolut nicht aus. Und da habe ich erstmal ganz normal eine Lehre angefangen. Mein Vater hat mir dann eine Lehrstelle besorgt, sozusagen. Da wurde ich auch nicht groß gefragt. Da hieß es Karosseriebauer und Lackierer, damit kann man gut Geld verdienen. Und dann machst du eine Ausbildung als Karosseriebauer und da es eh eine Lackierwerkstatt ist, kannst du da auch noch lackieren lernen. Und da kannst du dich dann halt auch, wenn du magst, dann künstlerisch entfalten mit Airbrushes oder Motorhauben bemalen und so. Aber das war dann in ferner Zukunft. Da kannst du ja irgendwann kannst du dann mal Airbrush machen. Aber ich wollte sofort Airbrush machen. Mich hat es da nicht gehalten und dann habe ich irgendwann damit aufgehört und angefangen, Motorhauben zu bemalen. Dann bin ich über Empfehlungen dann halt an die Kunstakademie gekommen. Mein Schulabschluss wäre jetzt nicht so optimal gewesen, um da direkt aufgenommen zu werden, aber ich wurde da empfohlen und durfte da vorsprechen beim Dr. Ling und habe dann damals da die Möglichkeit bekommen, da zu studieren. Und dann war das auf einmal, irgendwie hat sich mein Leben schlagartig geändert. Ich konnte auf einmal mit dem glänzen, was ich wirklich gut kann und wo ich wirklich Interesse, ich konnte mich jeden Tag nur mit Malerei beschäftigen. Da fiel ich auf einmal nicht mehr auf, da war ich nicht mehr der Außenseiter. Viele Leute sagen mir, was ist immer so gruselig, wieso machst du immer so gruselige Sachen? Ganz viele Leute, von denen man es auch gar nicht denkt, auch andere Künstler, die davon so voll befremdet sind, die so irgendwie, ich weiß nicht, wovor haben die Leute eigentlich Angst? Steckt doch in jedem von uns. Denn wenn wir ja alle vom Bösen besessen, weil in jedem von uns steckt so ein bescheuerter Schädel. Warum soll man es nicht machen? Nur weil ein paar dann sagen, ja, man muss immer dieses schlimme Zeug machen, das ist alles so schrecklich. Nein, es ist nicht schrecklich. Dass man in deinem Kopf stattfindet, ist schrecklich. Und wie du die Dinge siehst, ist schrecklich. Ganz ehrlich, ich habe mich davon
mit Schädelmalen Ewigkeiten über Wasser gehalten, weil ich das irgendwann ganz gut konnte oder weil ich einfach Bock drauf hatte. Ne? Und dann habe ich 10 Jahre lang so viele Schädel gemalt und auch richtig viele davon verkauft und an den Mann gebracht. Ich lebe immer noch von Totenköpfen. Das ist einfach Kalkül. Man sitzt irgendwie am Tisch, wie jetzt gerade. Ne? Ich habe hier eine Sprühdose stehen, ich habe hier ein Glas Würstchen stehen. Normales Glas Würstchen. Dann, keine Ahnung, fällt mir auf, dass das Glas Würstchen praktisch denselben Durchmesser hat wie die Sprühdose. Dass man die sogar super aufeinander stapeln kann und so weiter und so fort. Und dann fällt einem als Nächstes auf, wenn man damit rumspielt und herumexperimentiert, dass dieser Deckel sehr wahrscheinlich sehr gut hier oben drauf passt. Und dann ist der nächste Schritt einfach nur noch, der aus dem Experiment entsteht, den Deckel da abzuschneiden und hier drauf zu setzen. Man kann es dann Sprühwurst nennen, meinetwegen. Da hat es vielleicht noch einen witzigen Namen. Das ist ja die uralte Geschichte. Ne? Was hat der Künstler sich dabei gedacht? Nichts. Gar nichts. Ich arbeite aus dem Kopf. Ich stehe morgens auf und denke mir, keine Ahnung, heute ist ein Tag, wo ich mit meinem Freund Norman zum Beispiel ein Wandbild male. So, und dann denke ich mir nichts dabei, wenn ich das Wandbild male. Auch nicht vorher. Ich denke mir dann, heute ist ein cooler Tag für eine Katze. Und dann versuche ich jetzt wieder nicht bewusst zu malen, sondern intuitiv zu malen. Da versuche ich eine Maltechnik für mich zu erarbeiten, wie ich Holz malen kann, ohne dass ich großartig Holz male. Ja, einfach mal Holz probieren oder sowas. Auch interessant. War ja schon im Wald, hab mir das angeguckt. Dran gefühlt, dran geleckt, dran gerochen. Ein Stückchen abgeknibbelt, mal gegessen. Oder mal Stein. Am Stein lecken. Hast du mal einen Stein geleckt? Das war morgen. Gestern habe ich noch an einer nassen Schere geleckt. Das war super interessant. Du versuchst zu arbeiten, das muss gut werden, wird es meistens scheiße. Wenn einem alles scheißegal ist, wird es immer irgendwie gut, oder? Ich versuche es zumindest, also es gelingt ja nicht immer, das ist unmöglich, es ist Ideologie, Religions- und irgendwie Politik freizuhalten. Alles ist irgendwelche Änderungen unterworfen, aber in der Kunst ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Wahrscheinlich hat alles irgendwelche Einflüsse. Wenn ich mich mit politischen Themen beschäftige, nimmt das sicherlich Einfluss auf meine Malerei oder auf Bildinhalte, aber nicht bewusst, überhaupt nicht bewusst. Ich versuche das sogar konsequent auszuschließen und nicht zu machen. Mach dein Ding. Und ich denke, jeder hat ab einem gewissen Alter ein Ding, was er geil findet. Irgendein, was einen triggert. So, und egal was das ist, zieh das durch. So. Beinhart.